kleine Fuzzi-Bärchens und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Heute machen wir erstmal Ping. Und dann hören wir uns das neue Album oder besser gesagt das Debütalbum von The Creatures from the Tomb an. Mit dem wunderschönen Titel The Terrifying Menace. Ja, was soll ich dazu sagen? Der liebe Bam, guter Kollege von mir, der hat mir das Album schon vorab geschickt, denn das kommt erst im Januar raus, genauer gesagt am 13.01. Lustigerweise am gleichen Tag, an dem auch das neue Ficker-Album erscheint. Ja, aber ohne große Umschweife hören wir mal sofort in den ersten Song rein. Ich habe leider natürlich noch keine CD, ne, weil wenn die noch nicht draußen ist, kann ich die auch hier nicht präsentieren. Deswegen habe ich einen Download-Link bekommen, das ist ja heute gang und gäbe. Und dann starten wir einfach mal den Shit hier. Mutation, der erste Song. Ah, und sofort, da müssen wir nochmal Stopp machen. Ihr hört die Musik. So, da muss ich nochmal eben kurz was zu erzählen, weil The Creatures from the Tomb haben sich zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Universal-Monster auferstehen zu lassen und im Speziellen natürlich Creature from the Black Lagoon, einer meiner Lieblings-Creature-Feature-Filme aus den 50ern, ist glaube ich, ja, 50er Jahre. Schön schwarz-weiß, Man in Suit, so wie sich das gehört, und das finde ich einfach großartig, diese Filme. Ja, und das haben die sich jetzt als Thematik zugrunde gelegt, was ich total geil finde. Ja, weil, wie gesagt, 50er Jahre Filme fahre ich total auf. Überhaupt dieses Jack Arnold präsentiert, hier Tarantula oder die steinernen Monster, fand ich auch richtig nochmal geil. So, jetzt hören wir mal weiter rein, ne? Und das ist natürlich die Titelmusik von Creature from the Black Lagoon. Ich glaube, das haben die Ficker auch schon mal genommen. Ich bin mir nicht sicher. Also es würde mich nicht wundern, wenn ich das schon mal verbraten habe. Aber bei über 300 Songs verliert man schon mal den Überblick, was man schon mal genommen hat. So. Ja, also auch nochmal ein Filmtipp von mir. Bitte angucken. Creature from the Black Lagoon. Auf jeden Fall mal reinziehen. So, jetzt skippen wir mal. Ah ja, jetzt geht's los. Schon einen schreddernden Bass. Ah ja, Gitarre, ich wollte gerade sagen, der Bass, der schraubt schon ganz schön an der Gehirnschale. Ja, das bulldozt schon ganz gut. So, und jetzt müsste es mal abgehen. Komm. Jetzt, Jungs. Ja, da haben wir es wieder. Tupa Tupa Grind mit gepitchshifteten Vocals. Ach, Bam. Das ist halt 1A Partymusik. Das legst du auf, wenn du mit deinen Jungs am Saufen bist oder so, legst du das drauf und dann geht das ein oder andere Bier gleich mal noch schneller nach unten. Also nach unten in den Haaren und dann wieder in den Ausguss. Ihr kennt das ja von mir. So, jetzt hier der zweite Titel heißt auch passenderweise Black Lagoon Monster. Hören wir da auch mal rein. Es geht mal weiter hier sofort. Ja, solche Parts finde ich ja richtig gut. Schön Double Bass und groovy, sludgy, durchge... Das ist schon gut. Schön, dieses schöne, zähe... Da muss man gar nicht so viel Tupa-Tupa machen. Das muss man nicht immer machen. Man kann auch schön zäh von unten raus machen. Ja, den Track finde ich schon mal richtig gut. Es war bestimmt live. Live ist das richtig geil. Also live kann man sich da schon das Circle vorstellen und wie die Matten fliegen. Pff, weiter geht's, Hide and Kill. Ähnliche Schiene. Sehr schön. Oh ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich dachte schon, da kommt jetzt die ganze Zeit nur dieses Tupa-Tupa-Zeugs, aber
umso besser oder umso erfrischender zu hören, dass es auch richtig schön schleppend wird. Ich bin ja auch ein großer Sludge-Fan. Ich mag ja Sludgecore sehr gerne. Ja, das Bulldo ist ganz gut. Jetzt haben wir einen dritten Track, kommen wir klicken einfach mal hier rein. Nocturnal Screams, komm. Ah, Samples, auch immer wichtig in der Musikrichtung. Samples, baut Samples ein. Das ist ein bisschen mittempomäßiger. Aber ihr wisst schon, ihr könnt anhand dieser Sound-Samples schon erkennen, wo in welche Richtung da gemähdrescht wird. Also von daher, wenn ihr das zwischen Tupper, ein bisschen Geballer und diesen wuchtigen Mittempo-Parts, wenn ihr euch da zu Hause fühlt und wenn ihr das richtig geil findet, dann würde ich am 13.01. mal meine Bestellung bei Rock'n'Roll Rex machen, denn da kommt das Ganze raus. Und mir die CD The Terrifying Menace zulegen. Von The Creatures from the Tomb. Jetzt hören wir noch ein bisschen zu, ich trinke noch ein Bier. Ich sage aber schon mal Arrivederci. Tschüss meine Fotzi-Bärchens. Wir sehen uns dann ja sicherlich bald wieder, ob ihr wollt oder nicht.